dreckig und klein, auf dem letzten Platz und eine echte Hässlette. Das ist der Ork. Die miese Kreatur hat bisher einen miesen Turnierverlauf hinter sich. Einen Sieg hat der Ork bisher gegen Aria eingefahren, die KI mit der bisher zweitschlechtesten Performance. Ansonsten war es nur gegen Lord Stauten knapp, der dem Tod durch die Schlechter des Ork zweimal knapp von der Schippe gesprungen ist. Es sieht also fast so aus, als hätte das Verhalten des Ork System. Hat er es einfach für das 2 vs 2 auf das Herr der Ringe Team mit Dain abgesehen? Oder holt er sich heute nochmal einen Sieg? Dafür muss er wohl auf frühe Erfolge setzen, denn sein heutiger Gegner ist zäh. Schließlich steht ihm heute der Geier gegenüber, eine von zwei KIs mit einem Spiel bis 1300. Er steht auf dem 14. Platz und somit lief es für ihn zumindest ein wenig besser. Zwar kann er ganze 3 Punkte vorweisen, 2 davon hat er jedoch ebenfalls gegen Aria eingefahren, sodass die Aussagekraft dieses Vorsprungs fraglich ist. Gleichzeitig konnte er in einem weiteren Vergleichsduell gegen Lord Stauten immerhin einen Sieg verbuchen. Gegen die mit dem Ork gemeinsamen Gegner hat der Geier also besser performt. Kann er seine überlegene Wirtschaft errichten und den Ork niederwalzen? Oder zerrt ihn der Ork noch tiefer in die Schande des Tabellenkellers? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem KI-Kampf, bei dem es sich heute um einen weiteren Vorrundenkampf des Rebalance Mod KI-Turnier handelt. Heute mit einem echten Kellermatch, denn der Ork aktuell auf dem letzten Platz steht dem Geier gegenüber, der zwar 2 Punkte mehr hat, aber auch nur 2 Plätze über ihm steht und diese Punkte auch nur gegen die direkte Konkurrentin des Ork um den letzten Platz einheimsen konnte, gegen Aria. Zuletzt in der 4. Vorrunde und ja, für ihn geht es jetzt hier also darum zu beweisen, dass er die ersten paar Matches hauptsächlich Pech hatte und doch hier was drauf hat gegen den Ork, der natürlich nur umso emsiger darauf bedacht ist, endlich mal hier einen vernünftigen Sieg einzufahren. Zuletzt war es für den Ork so, so knapp gegen Lord Stauten, das tat mir richtig leid für ihn. Den hat er da zweimal auf rotes Leben geknüppelt und es doch nicht geschafft, ihn zu töten. Ja, vielleicht hat er heute mehr Glück, wir werden es sehen. Das erste Spiel findet auch auf der Home-Map des Ork statt, auf Bosporus. Der Geier unten links, der Ork oben rechts. Und wir legen los. Ja, und ich würde sagen, wir bleiben auch mal direkt hier beim Geier. Ich mag das ja immer ganz gerne, wenn man die KI beobachtet, wie sie sich auf der fremden Karte schlägt. Holy Maxi hat hier den Geier erstellt und ja, der Geier baut ja so eine Ruinenfestung auf, so ein bisschen. Und hier auf der Karte theoretisch sehr doll eingeschränkt, denn er kann hier nur einen Steinbruch bauen. Der baut eigentlich sehr viel mehr, mindestens 3, vielleicht sogar 4, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall wesentlich mehr, die ihr hier alle nicht wird nutzen können. Der Ork baut maximal 2, hat hier also auch nur einen, aber ja, prozentual natürlich das geringere Nachsehen, was die Gesamtleistung angeht. Und ja, den zweiten baut der Ork ohnehin super spät. Von daher für den Ork hier sicher eine sinnvolle Wahl, diese Karte. Trotzdem muss man sagen, der Geier gar nicht mal so betroffen davon. Ich glaube einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er wahnsinnig viele sehr günstige Steingebäude hat. Denn ja, die Steingebäude, die er hat, kosten eigentlich alle nur 10 Steine. Er hat hier ganz viele Tower 2 und kleine Torhäuser und sonst eigentlich nichts. Der Ork jetzt hier mit einem ersten Raid kommt hier okay durch bisher. Mal schauen, ob er es schafft, hier was anzuzünden. Nee, gerade noch abgefangen, umgebracht. Wollte hier einen Bauer anfackeln und ja, hat dann da den Fokus verloren. Es wäre an sich für den Ork sehr wichtig, jetzt hier initial einige Wirtschaftsgebäude mitzunehmen, denn jeden Schaden, den er wirtschaftlich verursachen kann, ist natürlich, ja, super wichtig, um hier mit seinen ersten 1 bis 2 Angriffen durchzukommen beim Geier. Ich habe jetzt gerade mal das Overlay eingeschaltet, noch halbwegs rechtzeitig dran gedacht, sehr gut. Ja, für den Ork einfach sehr wichtig, hier mit den ersten Angriffen den Sack zuzumachen und
Bis dahin natürlich wäre es sinnvoll, die Wirtschaftsleistung vom Gaia einzuschränken, der nämlich theoretisch relativ lange noch eine offene Burg hat. Denn hier steht so ein Tower 1. Hier kommt gleich ein Torhaus hin mit einer Zugbrücke, die aber hier einen kleinen Zuweg bietet zum Vorratslager. Und solange die Zugbrücke noch nicht da ist, die relativ teuer ist mit der Rebalance, die kostet nämlich ordentlich Eisen, und dieser kleine Turm hier noch nicht steht, und er hat ja nur einen Steinbruch, ne? Auch wenn die Steingebäude günstig sind, theoretisch einfach die Möglichkeit hier für den Ork, dass er eine offene Burg vorfindet, wenn er früh genug rauskommt mit seinem eigenen Angriff. Er hat jetzt hier schon 50 zu 10 Truppen, das ist schon ein ordentliches Statement. Der Geier hier mit den ersten Feuerwerfern, die ihm natürlich nichts bringen werden, solange die Burg noch offen ist zumindest. Das heißt, sowas ist einfach nur teuer und hilft ihm jetzt in der Verteidigung nicht so sehr. Aber der Ork wird wahrscheinlich mit dem ersten Angriff hauptsächlich mit Tunnlern kommen. Die haben jetzt auch nicht so den Giga-Nahkampf-Punch. Von daher, ja, braucht der Ork hier schon einiges, glaube ich, um beim Geier erfolgreich zu sein. Der jetzt auch hier sehr ungestört seine Wirtschaft hochzieht, wollte ich gerade sagen. Und da hörte ich das Knistern der Flammen. Die aber sofort hier gelöscht werden. Oh nee! Dieser tölpelhafte Löschmann hat hier den Ochsenjoch gelöscht, anstatt die Eisenmine. Aber ich glaube, es werden trotzdem beide überleben. Na, kommt der noch rechtzeitig? Ja, es wird knapp. Ganz knapp. Ganz knapp die Eisenmine noch gerettet. So, und jetzt kommt hier der Ork an. Und tatsächlich, beim Geier ist noch alles offen. Aber die halten einfach nichts aus, die Tunneler. Die werden hier von den Buddeltruppen, oder das sind wahrscheinlich die Sorties, die er ausgebildet hat, schon so gut weggenommen. Da passiert kaum etwas. Sehr irrelevante Mengen, die der Ork hier mitbringen konnte. Die letzten Assassinen, die schlitzen ja auch noch alles weg. Der erste Angriff also komplett abgeprallt vom Ork. Hier sind zwar noch ein paar Buddler am Start, die jetzt hier auch sich in die Erde wühlen, aber insgesamt doch sehr doll abgeprallt. Und jetzt ist die Burg auch zu. Da sieht man jetzt hier die ganzen günstigen Gebäude. Die sind auf jeden Fall ein Vorteil. Der Geier hat hier nur einen wirklich großen Turm. Einen Tower 4, den er doll bemannt. Er wird wahrscheinlich trotzdem hier große Probleme haben, wirtschaftlich selbst wirklich aktiv zu werden. Aber wenn er erstmal steht, ist er natürlich dem Ork wesentlich überlegen. Der Ork, je nachdem, was für eine Burg er baut, ja, erreicht immer, dass seine Wirtschaft dann irgendwann ausgesperrt ist. Das gehört zum Konzept mit dazu. Steht auch schon in seiner Beschreibung drin, dass, ja, der Ork nicht der Beste ist, wenn es ums Wirtschaften geht. Und von daher, ja, solange seine Burg noch nicht steht, wirtschaftet er halbwegs solide. Wenn die mal steht, wird das schwierig. Oh, jetzt verheizt hier der Geier aber schon ordentlich Sorties von sich. Der hat jetzt hier 50 Truppen. Der Ork hat mehr als das Doppelte, klar. Aber die Verteidiger haben natürlich immer einen immensen Vorteil. Einfach schon aufgrund der Verteidigungsboni, den Schützen auf Türmen bekommen. Ja. Glaube eigentlich nicht, dass der Ork hier relevant durchkommt. Die Hunde lassen hier viel ihr Leben. Ein bisschen Schaden konnte der Ork machen, aber leider kaum. Das sieht leider hier schon wieder sehr düster aus für ihn. Ich glaube, er bemüht sich tatsächlich darum, mit Dein in ein Team zu kommen. Ne? Er will das Herr-der-Ringe-Team forcieren. Alles Teil eines größeren Plans. Und ja, der Geier, der kommt jetzt hier langsam echt gut in Fahrt. Der hat hier einen dicken Blob Wirtschaft, der hier gleich steht. Viele Waffenproduktion, zwei Waffenkammern. Hier auch schon gut gefüllt, wie man sieht, mit Bögen zumindest. Also ja, der wartet jetzt eigentlich ja hauptsächlich auf seinen Turm. Und dann steht er hier extrem sicher gegen die Angriffe vom Ork. Gerade gegen so eine KI mit viel Leiterträgern sind diese vorgelagerten Wallabschnitte natürlich auch sehr baity und können sehr fies sein, weil abgesehen davon, dass der Geier hier sowieso überall Hunde hat, die die Leiterträger sehr gut bekümmern und wegräumen. Ja, selbst wenn dann jemand stehen bleibt, ist das hier natürlich komplett irrelevant. Der Geier raidet selbst mit Assassinen. Ich sehe jetzt hier noch keine rumschleichen. Doch, hier, da. Wie aufs Stichwort, da kommen sie angelaufen. Also ein bisschen wie der Blutrabe, nur 7 Jahre später. Naja, gut. Wo wollte der denn hin? Waren das wirklich Raids? Das sah jetzt aber komisch aus. Aber mit seinem eigenen ersten Angriff hier, der Geier. Ich denke, auch der wird sehr irrelevant sein, denn der Ork... Ja... ist ja selber gerade stacked. Ah,
hat auch, glaube ich, eine Burg genommen, wo das eingangs erwähnte Prinzip von der schwächeren Wirtschaft gar nicht mal so doll sich niederschlägt. Hier sind doch einige Waffenproduktionen innen. Ich meine, er hat ja mehrere Burgen, der Ork, das ist ja sehr schön. Und von daher verhält er sich jedes Mal ein bisschen anders. Oh doch, ja, das sind hier die Raids, die werden jetzt hier geschlachtet. Der Geier, oh ja, der hat selbst fast so viele Truppen wie der Ork. Der ist natürlich hier extrem unbedroht. Die Feuerwerfer stehen, die Mörderlöcher sind errichtet, Pechgräben platziert. Der Geier ist jetzt hier mit all seiner Defensive am Start und die kann echt fies sein mit seinen Feuerwerfern. Er richtet jetzt auch langsam schon den positiven Angstfaktor. Er wird sich natürlich auch nochmal doll niederschlagen, denn gerade im Aufeinandertreffen von KIs, wo eine KI einen negativen Angstfaktor hat, der sich noch nicht niederschlägt, aber sollte nicht mehr allzu lange dauern, ist natürlich der Unterschied zwischen der, in der Truppenqualität dann sehr, sehr stark. Wo schießt der denn hier hin? Okay, wir schauen uns erstmal den Angriff an. Verwirrter Bogenschütze da am Start. Ja, auch das wieder wird sehr irrelevant sein. Ich glaube tatsächlich, dass der Ork gute Chancen hat, eine Menge Angriffe vom Geier ziemlich easy wegzutanken mit seiner Feuerverteidigung. Die ist nämlich böse, wie man es hier gerade gesehen hat. Und natürlich auch so platziert, dass hier richtig viele Truppen verheizt werden. In seinem letzten Match gegen Aria hat man das auch sehr gut gesehen. Oder was heißt in seinem letzten Match? Einfach in seinem Match gegen Aria, wie viele Truppen die da verheizt hat gegen ihn und einfach nicht durchgekommen ist. Und von daher, ich rechne dem Ork durchaus Chancen aus, einen Konter zu landen. Wenn er es schafft, lange genug zu tanken, dann sollte er es schaffen können, hier einen Konter zu landen und beim Geier durchzubrechen. Aber da braucht er natürlich schon viel Glück für. Der Geier ist jetzt einfach gut in Fahrt und ich glaube, die größte Bedrohung beim Geier sind tatsächlich dessen Raids, beziehungsweise generell der wirtschaftliche Schaden, den er anrichtet. Irgendwann ist der Ork dann einfach schachmatt gesetzt, wirtschaftlich. Und auch wenn das hier jetzt sehr aussieht wie das perfekte Counter-Timing, glaube, das sind auch wieder hier nicht relevante Massen einfach. Da bräuchte er mehr, beziehungsweise müsste sich auf einen späteren Zeitpunkt des Spiels vertrösten, um hier wirklich was erreichen zu können. Auf der anderen Seite ein sehr ähnliches Bild. Da passiert nicht so richtig was. Von daher, beide KIs mit mächtig Feuerverteidigung am Start. Da würde ich fast sagen, wir setzen an der Stelle einfach mal den ersten Speed an. Heieiei, das hat ganz schön lange gedauert. Der Ork und der Geier haben sich hier in einigen Feldschermützeln verrannt und gerade der Ork emsig dabei, seine Sorties hier zu verheizen. Geier jetzt auch mit einigen Störgeräten, die hier angerollt kommen. Mal schauen, ob er damit im weiteren Verlauf noch was wird machen können. Hier die Siege-Dev. Kolbis anscheinend. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie gut hier das Pech entzündet wird. Da kommen die ersten Kipper runter. Ja, die verbrennen natürlich einiges. Aber hier kommen noch einige Truppen nach. Rennen die geradewegs in die Flammen oder verhalten sie sich schlau? Nein, schlau sind sie nicht. Mein paar haben sich jetzt hier dann doch mal festgebissen. Hier wird ein Turm eingerissen. Das tut auf jeden Fall weh. Die Feuerballisten, natürlich theoretisch eine Gefahr, könnten den Ork anzünden. Das ist immer eine gute Option für KIs, einen Kampf für sich zu entscheiden. Aber ja, der Angriff dann doch hier sehr gut abgewehrt. Schau jetzt mal in die Zahlen rein. Ich habe ja das Overlay nicht zur Verfügung. Oh ja, Ork hat auch trotzdem noch ordentlich Truppen. Seine Wirtschaft, ja, man sieht es jetzt hier schon, die wird immer wieder eingerissen. Hier in der Front steht nur noch eine Farm. Ja, aber im Hinterland hier hat er eigentlich noch ausreichend. Damit sollte er noch zurechtkommen. Trotzdem, es wird jetzt hier schon sehr bemerkbar, dass die Rehe weg sind, beziehungsweise die Gazellen. Haben wir überhaupt noch irgendwo welche? Das ist für beide KIs eine schwierige Sache. Heieiei, die Ranged-Sorties hier vom Ork. Ich meine, das hat ihm schon mal den Sieg gebracht, ne? Muss man ganz klar sagen. Gegen Aria hat er auf erbärmlichste Weise sie damit niedergerungen. Aber hier, das sieht eigentlich nicht so aus. Der Geier kriegt sich da gut gegen gewehrt und der Ork verheizt einfach nur Rekrutierposten, ne? Also,
Schau es nochmal in die Zahlen rein. 239. Das ist so unwesentlich mehr geworden. Der Geier hat ihn schon wieder dicke überholt. Ja. Der Ork kann sich das einfach nicht so richtig leisten. Und ja. Infolgedessen bricht er natürlich in seinem Angriffsverhalten ziemlich ein. Bin jetzt gespannt, ob der nächste Angriff hier. Ich glaube, es ist möglich, dass wir hier ein weiteres. Oder ja, dass wir einen Ackermensch haben. Der Ork muss sich jetzt auf jeden Fall hier bedeckt halten. Oh, guck mal, die stehen alle still, die Produktion. Kein Holz, kein Eisen. Der macht hier gar nichts mehr. Das tut richtig weh. Und jetzt der Angriff hier vom Geier. Und der Ork rückt tatsächlich aus. Ah, nein, du dumme Kreatur. Warum? Ich meine, er hat noch seine Feuerverteidigung. Und er hat jetzt hier auch einige mitgenommen und sich sogar durchgesetzt. Okay, okay. Gar nicht verkehrt. Hier wird noch gebockelt und gerammelt. Verliert der Ork jetzt wahrscheinlich gleich einige Schützen. Jo, die waren alle schon angeschlagen und hatten jetzt hier nicht mehr genug Leben, um da zu widerstehen. Der Ork, ja, hier mit dem besseren Durchsetzungsvermögen im Zentrum der Karte. Aber ja, die Katapulte donnern jetzt hier das erste Mal richtig rein. Aber ich bezweifle, dass er das hier wird kompensieren können. Geier rekrutiert hier schon wieder fleißig. Waffen kann man gut genutzt. Und ja, das ist jetzt, das sieht jetzt schon wieder richtig gefährlich aus für den Ork. Der hier leider, wie es aussieht, es nicht so richtig schafft, dem Geier beizukommen. Der Steinbruch steht noch nicht wieder, die Eisenminen. Also ja, der Geier mit seinen eigenen Sorties sehr gut unterwegs. Und macht derweil mit den Raids den wirtschaftlichen Schaden. Gut, ich würde sagen, wir setzen den nächsten Speeder. Und da kommt der Geier wieder mit seinem nächsten Angriff. Wir schauen mal in die Truppenzahlen rein. 340 zu knapp 90. Der Ork, ja, hat es nicht geschafft, hier eine relevante Angriffsarmee nachzurekrutieren. Ich traue ihm zu, dass er diesen Angriff noch tankt, einfach aufgrund der Pechverteidigung. Aber alles Weitere wird schwierig und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Angriff zumindest wirtschaftlich das Genick des Ork bricht. Hier sind jetzt die Assassinen am Start, machen Ramazamba. Und ja, mal schauen, wie der Ork sich verteidigt kriegt. Ja, das sieht sehr gut aus. Da verbrennt so einiges. Die Feuerballisten rücken aber nach vorne durch. Oh, jetzt auch das erste Mal frontal hier geöffnet. Und da kommen noch die ganzen Siege-Einheiten nach. Das ist jetzt doch schon richtig gefährlich. Mal schauen, worüber sie gehen. Über das Vorratslager. Kommen auf den Bergfried drauf, wie es aussieht. Knüppeln einiges weg. Da stehen eigentlich nur Nahkämpfer. Der Ork kämpft. Oh, und wird tatsächlich niedergestreckt. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der Geier jetzt mit dem Angriff das schon packt. Aber die Siege-Einheiten, die danach gerückt sind, die haben richtig gute Arbeit geleistet. Genau die relevante eine Menge, Botschaft, die er da Herr. Gebraucht hat. Auf das Ende einer Ära. Jawohl, auf das Ende einer Ära. Ja, schöner Sieg vom Geier. Hat sich hier dominant durchgesetzt. Und ja, das hier jetzt auch gar nicht wirklich anbrennen lassen. Die Goldwerte, ja, spiegeln das sehr deutlich wieder. Ork zuletzt einfach dann sehr eingebrochen wirtschaftlich. Bei Nahrung ist Ork sogar vorne. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Gut, vielleicht der negative Angstfaktor im Kontrast zu dem positiven, der dann jeweils später reinkam. Auch bei den Waffen vorne, ne? Ja, ich glaube, es sind beim Ork wirklich einfach die Sorties. Bei den Truppen auch gar nicht mal weiter hinten. Aber ja, die Sorties, die er die ganze Zeit verheizt, die kosten ihn so viel Geld und Zeit und verpuffen militärisch. Von daher, ja, schwierige Sache. Gut, ich würde sagen, ich bereite einmal die Rückrunde vor. Und die findet auf Klagetal statt. Geier wieder unten links, Ork wieder rechts. Und ja, ich würde sagen, wir gehen sofort rein und switchen aber einmal zum Ork rüber und schauen dem zu. Overlay mache ich wieder an. Und ja, also, wir schauen mal. Der Ork hat hier natürlich selbst mehr Ressourcen zur Verfügung. Er kann hier, ja, theoretisch mehr Ressourcen am Anfang bündeln für seine
Störaktionen und Angriffe, aber natürlich auch der Geier mit den zusätzlichen Ressourcen. Und sowas ist dann schon direkt sehr unglücklich, wenn die Raids hier den Steinmetzen in die Arme laufen und dann auch mal wieder direkt gar nichts erreichen. Das war auch im Hinspiel ein Problem, würde ich sagen, vom Ork, der einfach, ja, mit seinen Störaktionen keinen relevanten Schaden verursachen konnte im Early Game. Und das ist einfach wichtig für ihn, da die KIs zu verlangsamen. Und ja. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob sich das Feuer ausbreitet. Das ist jetzt sogar relativ smart, glaube ich, weil jetzt wird zuerst hier der Ochsenjoch gelöscht. Und währenddessen kann hier viel länger der Steinbruch brennen. Aber nee, da kommt schon der zweite Brunnenarbeiter. Geier sehr sicher. Hat er zwei Brunnen? Hier ist einer. Und hier ist einer. Heieiei. Ja, der startet wirklich sehr sicher. Ich meine, er braucht das Stein ansonsten nicht großartig. Baracken kosten ja auch nur noch 10 Steine. Die sind mit einer Steinlieferung dann drin. Und am Anfang, ja, hat er halt hier den Söldnerposten. Von daher, ja, sehr schlau. Gut, man sieht jetzt hier, ne? 3 Steinbrüche sind es mindestens. Oh, jetzt brennt hier die Eisenmine. Also zumindest mit den Raids scheint der Ork hier erfolgreicher zu sein. Verursacht hier immer wieder Schaden, gar nicht verkehrt. Der initiale Raid war natürlich ein bisschen unglücklich, aber davon abgesehen. Immerhin hier schon einige Gebäude anbrennen. Hat er anbrennen können. Ja, 4. Also Geier tatsächlich mit 4 Steinbrüchen. Habe ich mir doch gedacht. Ja, und die Sklaven-Raids, das haben wir jetzt schon häufiger festgestellt, dass die häufig nicht den nötigen Druck mitbringen, weil sie die Gebäude eben nicht einreißen. Und ja. So, jetzt will der Ork hier rein, frontal, aber der Geier hat gerade zugemacht, wie es aussieht. Und jetzt stehen die hier alle einfach rum und lassen sich abschießen. Oh, hier hätte er richtig schön Schaden machen können. Nimmt hier aber einige Einheiten mit. Also aus irgendeinem Grund der Angriff hier wesentlich besser für den Ork. Allein schon, dass er jetzt hier das Torhaus zumacht, ist einiges für ihn wert. Der Streitkolbenkämpfer kümmert sich jetzt hier zum Teil drum. Ah, und jetzt macht der Bogenschütze hier den Rest, weil er hier so sneaky steht. Aber trotzdem, mehr Schaden dieses Mal vom Ork. Also hoffnungslos ist es nicht, würde ich sagen. Vielleicht gelingt es ihm hier noch, was zu erreichen. Wobei, ah, man sieht schon, wie viel schneller der Geier sich aufbaut. Die zusätzlichen Ressourcen sind einfach wahnsinnig viel wert. Ja, da kommen die Schenken hier reingeregnet, muss man sagen. Nehmen jetzt hier alle ihre Produktion auf, richtig viel Bier hier am Start. Beim Ork, gut, das Bild kennen wir schon. Das gehört zum Konzept dazu, die lose Siedlung am Fluss, die er errichtet, bevor er sich klein und madig zu Angriffen aufmacht. Jetzt hier ein halbes Ackermatch. Geier rückt ebenfalls aus, mit aber größtenteils Tunnelgräbern, die natürlich sehr irrelevant sind. Die paar Assassinen, ja, kommen vielleicht nach oben auf den Bergfried, aber erreichen an sich nichts. Ork hier mit mehr Truppen, die aber zu dem Zeitpunkt auch schon sehr verpufft sind. Sogar der große Turm steht schon, auch da machen sich die zusätzlichen Steinbrüche natürlich sehr, sehr bemerkbar. Und ja, Geier steht hier einfach schon sehr sicher. Es ist immer noch hier an der Seite offen, theoretisch also schon durch Durchbruch dieses Turms hier der Weg geöffnet. Wobei das natürlich auch für das Tor hier gilt. Aber, hier ein Ochsenjoch überbaut. Aber ja, auch im Umland jetzt hier halt schon halbwegs Ruhe eingekehrt für den Geier. Die Sklaven, die jetzt hier noch durchkommen, die kommen einfach nicht durch. Also die werden halt einfach abgeschossen. Die erreichen eigentlich gar nichts mehr. Und auf der anderen Seite jetzt natürlich theoretisch für den Geier die Gelegenheit, mit seinen Assassinen-Raids was zu machen. Sehe ich aber noch nicht. Doch, hier sind sie unterwegs. Unterstützt durch einige Sorties, die sowieso immer machen, was sie wollen. Ja. Also Geier gewinnt jetzt hier gerade wieder ein bisschen die Oberhand und... Ja gut, ich meine, allein wenn man sich die Burg hier anguckt, ne, es ist natürlich auch sehr deutlich, dass er hier mehr Wirtschaftsleistung zur Verfügung hat und daher auch die Angriffe krasser rausdrücken kann. Der Ork noch komplett offen hier, während hier der nächste Angriff vom Geier fährt. Da wird sich jetzt hier schon gut gebettelt, aber konnte der Ork gut abwehren. Die ganzen Tunnelbauer, die, ja, bisschen Overkill jetzt hier auf den Turm betreiben. Vielleicht verwüsten die hier so die Landschaft, dass der Ork hier nichts mehr bauen kann. Kein Burggraben mehr für den Ork. Das ist frech. Gut, ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt Burggraben gewesen wäre. Hier sind ja durchaus überall so Lücken. Aber
Ja, ein wenig die Landschaft verwüstet. So, ich würde sagen, einen Angriff vom Ork warten wir noch ab. Ah, der hat nur 100 Truppen. Er hat hier einfach jetzt schon große Probleme mit dem Geier mitzuhalten. Der ist jetzt hier schon richtig fies mit seinen Patrouillen unterwegs und schmälert natürlich weiter die ohnehin schlechte Wirtschaftsleistung des Ork. Er hat doch nochmal geschafft, hier was anzuzünden. Gibt nicht auf, nicht schlecht, nicht schlecht. Kommen hier die Störgeräte nach vorne vom Geier, der schon wieder angreift. Und der Ork ist immer noch geöffnet. Der hat immer noch nicht seine Burg schließen können. Ich meine, da braucht er konzeptuell auch einfach lange für, aber... Ja, es sind natürlich dann enorme Kosten, die jedes Mal entstehen. Und ich schaue mal hier in die Zahlen rein. Jo, der hat auch ordentlich Truppen hier schon direkt verloren. Also es sieht ganz so aus, als würde der Geier hier eine kurze Nummer draus machen. Sehr dominant sein Auftreten. Hat hier sogar noch einige Truppen in der Hinterhand, mit denen er jetzt nicht nach vorne durchrückt. Gut, bedeutet natürlich einfach nur, dass er ordentlich Gold ansammelt. Ja, jetzt rückt er damit auch ab. Ich würde sagen, Speed-Up ist hier gar nicht notwendig. Der wird sich jetzt mit seinen Waffenkammern und seinem Goldpolster so schnell wieder hochrekrutieren. Der Ork hier, das müssten Sorties sein, auch vom Ork. Die wurden hier anscheinend getriggert und waren hier ein bisschen umtriebig. Oh, das Störkatapult, was es hier schon drauf haut und hier natürlich auch den Turm jetzt schon einreißt. Unter Umständen fatal für den nächsten Angriff. Oh, aber der Ork hat seine Pechkippe am Start. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Oh, aber der ist jetzt gestorben, weil der Turm zur Ruine wurde. Wenn es hier noch einen Stein trifft, dann ist es hier direkt offen. Und, jo, und da ist es passiert. Und damit ist die Feuergasse ziemlich außer Kraft gesetzt. Da kommt der Geier jetzt schon massiv gut rein. Und hier ist keine Verteidigung mehr. Ich glaube, er hat auch nichts auf dem Bergfried. Da kommt so viel schon hoch. Ich glaube, das war's schon. Hier steht noch ein Todesknubbelblob aus Tunnelbauern. Aber ich glaube, das reicht nicht. Nee, da wird er eiskalt sofort niedergeknüppelt. Ja, dominanter Sieg vom Geier. Er jetzt mit 5 Punkten. Ja, wer hätte das gedacht nach seinen ersten Matches? Auf das Ende einer Ära. Kämpft sich hier noch richtig nach oben. Und ja, natürlich hier auch ein sehr deutlicher Sieg für ihn. Schade für den Ork natürlich. Wieder nichts geworden mit den Punkten. Aber, wie gesagt, man darf nicht vergessen, er bekommt auch einen richtig Deluxe-Teampartner dadurch wahrscheinlich. Gut, wir schauen uns hier einmal noch in die Zahlen rein. Ja, wieder alles sehr eindeutig. Eigentlich überall vorne der Geier. Hier sogar nur super knapp wieder bei den Truppen. Da hat der Ork einfach nochmal günstigere. Aber... Ja, ansonsten eigentlich der Geier überall überlegen. Gut, das war also das Kellerduell diese Woche. Der Geier kämpft sich in guten Hops nach oben vor. Ja. Und tauscht ein wenig Ehre in den Vorrunden gegen einen schlechteren Teampartner, eine schlechtere Teampartnerin. Eine Vorrunde haben wir hiernach noch. Jeweils ein Match steht für beide KIs noch aus, bevor es ins 2 vs. 2 geht. Von daher mal schauen, ob der Geier sich weiter nach oben durchkämpft und hier noch, ja, richtig was reißen kann. Und ob der Ork vielleicht nochmal einen Sieg bekommt. Ne? Wir werden es sehen. Ich hoffe jedenfalls, der Kampf hat euch gefallen. Mir war es ein inneres Blumenpflücken und bis zum nächsten Mal.